Nee. Nee, nee, nee. Lieber nicht machen. Ich meine, langsam nimmt halt CO2 auch wieder überhand. Auch hier. No wire connected, okay. Ich weiß wirklich, wo der ganze Scheiß hingewandert ist. Ja, meine ganzen Pumpen kosten alle Strom. Wie blöd. Ja, wie die Sau. Ich kann doch jetzt nicht noch mehr Kohlegenerator bauen. Generatoren bauen. Ich habe halt einfach nicht genügend Strom. Ja. Ich habe nicht genügend Strom. Also meine Idee war, ich mache hier auf, ich mache hier auf und lasse das Natural Gas irgendwo hier rein zippern. Hier so in dem Bereich. In dem Bereich, genau. Das ist so die Idee. Hier mache ich zu und hier kann ich später atmen. So, meine Idee. Und wenn ich das also habe, kann ich da Strom generieren. Geht aber momentan nicht, weil ich natürlich irgendwie keinen Strom nicht habe. Macht mich fertig. Das macht mich echt fertig mit dem Strom. Ich habe jetzt vier beschissene. Ich kann ja nicht mal sagen, dass den Hydrogen hier rüberleitet, weil das ja wieder Strom kostet. Und so viel wirft jetzt der Hydrogen Generator auch nicht ab. Ganz im Ernst. Was verbrauchst du denn Energy? Power Consume. 1 Kilowatt. Ne, Batterien sind leider leer. Das ist der springende Punkt. Die sind leer. Wären die voll, könnte ich mir darüber Gedanken machen, ob ich mehr Batterien bräuchte. Aber die sind leer. Komm, das hilft nichts. Es hilft nichts. Ich brauche Strom. Und zwar jetzt, sofort, auf der Stelle. Da gibt es keine Alternative dazu. Was ist alternativlos? So. Dann packe ich hier mal zu. Dann packe ich hier zu und packe dann eventuell Airlock hin. So. Ja, das ist alles super klug, was sie hier macht. So. Ich meine, das kann ja erstmal noch eine Zeit dauern. Das ist mir jetzt alles erstmal egal. Aber ich brauche unbedingt den Shit hier. Ich brauche den Shit. Und das Gas muss ich mir. Moment. Hey, gute Nacht, hau rein. Ich würde mir meinen Gas-Generator gerne auch irgendwo hier unten platzieren. Oder hier in dem Bereich. Ja, ich würde dann die Kohlekraftwerke zurückbauen und würde das Gaskraftwerk tatsächlich irgendwo da unten hinpacken. Was erzeugst du? 800 Watt, genauso wie der Hydrogen Generator. Ist allerdings etwas größer. Gut, ich könnte dich theoretisch hierhin platzieren. Hier unten haben wir noch ein bisschen Platz. Du hast einen Output von was? Polluted Water? Gut, okay. Wasser! Polluted Water! Und CO2. Da bekomme ich Wasser her. Aus dem Natural Gas Generator bekomme ich Wasser! Wasser! Okay. Gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Aber vorher brauche ich normales Wasser, ja? Normalen Strom. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Und ganz wichtig, ich brauche jetzt Wasser. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Kann das Wasser hier unten aber nicht benutzen, weil es verseucht ist. Soll ich das Wasser zum Händewaschen nehmen? Ist nicht cool, oder? Mein Gott. Nur Liquid Output. Ja, weil sie es nicht bauen. Macht bitte jetzt den Shit hier. Macht es jetzt bitte. Nee, der Idle. Aber die Repair? Wie Repair? Wieso muss ich denn den jetzt schon wieder repairen? Moment, Moment. Der bekommt doch nur Hydrogen rein. Der bekommt nur Hydrogen rein. Wieso kriegt der dann bitte
Wieso ist der denn bitte kaputt? Ey, nee, sorry. Aber dann packe ich den mal weg. Weil wenn die den jedes Mal... Weil wenn die den jedes Mal wieder reparieren, was dann Ressourcen verloren gehen. Pack jetzt auf Schieben, die Coach-Generator. So sieht's aus. So, und dann könnte ich tatsächlich mal einen zweiten Stromkreislauf machen, weil das mit dem Strom, das ist mir ein bisschen so ein Dorn im Auge. Das kriege ich nicht wirklich gebacken. Ich muss dann irgendwann schauen, dass ich, vielleicht behalte ich den Kohleanschluss noch und würde hier einfach trennen. Ja, wird tatsächlich hier die mittleren Verbindungen kappen. Ja, das unten lasse ich noch da. Aber da trennen, da zumachen, das ist eine gute Idee. Das ist eine relativ gute Idee. Aber da muss ich den Gasgenerator irgendwie hier hin platzieren. Aber ich kann den auch hier oben reinpacken, theoretisch. Theoretisch kann ich den auch hier oben reinpacken. Weil da habe ich ja jetzt auch eigentlich Luft, die ich atmen kann. So, und übrigens, hier kommt auch endlich Oxygen rein. Pam, pam, pa, pam, pam, pa. Intense Oxygen. Wie Contents Oxygen? Oxygen wird doch hier rausgelassen. Wieso pumpt er denn das Oxygen hier unten runter? Hä? Bug oder Feature? Output, Input. Wieso ist hier Oxygen drin? Da rein. Ich meine, es ist ja egal. Die können da ruhig Oxygen auch reinpacken. Das ist mir völlig wurscht. Das ist mir voll egal. Ich wieder neun, aber den lasse ich jetzt erstmal. Building Lex Resources. Wire. Wire. Wire, wire. Ja. Building Lex Resources. Grandios. Dann breche ich dich ab und baue ab in Zukunft meine Leitungen aus Eisen. Oder aus Goldamalgam. Warum auch nicht? Genauso wie hier. Zack. Zack. Alles weg. Und die Leitungen aus Goldamalgam bauen. Weil, was soll's? Goldleitungen sind super. Leiten unglaublich. Unglaublich super den Strom. Was noch? Keine Algen mehr. Okay, gut. Und schon habe ich wieder Druck. Und schon habe ich wieder extrem Druck. Das sind echt meine zwei größten Themen gerade, oder? CO2-Produktion nimmt natürlich extrem zu mit den ganzen Coal Generator. Aber, Moment. Ich habe jetzt... Der hält den aber nur 50 Grad. Scheiße, ich baue da noch einen zweiten rein. Ganz im Ernst. Bio 9. Ich baue da noch einen zweiten rein jetzt. Meine Polluted Dirt kriege ich hier gut unter, das passt. Null Oxygen habe ich ja auch nicht. Ich pumpe tatsächlich nicht die ganze Zeit Gas durch die Gegend. Also theoretisch würde hier Überdruck entstehen. Theoretisch. Irgendwann. Aber da ist momentan so wenig drin, 300 Gramm, das ist momentan uninteressant. Und dann ist es so, dass die Carbon Skimmer, die entziehen ja CO2 im Kreislauf. Also nimmt der Druck wieder ab. Theoretisch. Und wenn ich natürlich meinen Sauerstoff auch noch hier reinpacke, ich meine, da ist auch fast gar kein Sauerstoff. Ich meine, das ist jetzt eigentlich relativ uninteressant, sich darüber Gedanken zu machen. Das kann mein zukünftiges Ich, kann sich darüber Gedanken machen. Ich nicht. Nicht. Im zweiten habe ich nicht mehr Strom, was? Richtig. Hätte ich wahrscheinlich, wenn alle Coal Generator laufen würden. Aber ich habe ja keine Kohle mehr. Wir erinnern euch, wir haben Kohleprobleme. Mann. Gut, hier habe ich noch einen ganzen Batzen an Kohle. Hier habe ich noch Kohle, hier habe ich noch Kohle. Hier ist noch Kohle. Theoretisch müsst ihr das hinkriegen. Ich brauche den zweiten. Ich muss das Wasser irgendwie abtöten, die Keime. Und zwar ziemlich schnell. Ziemlich zügig.
Will ich mich verarschen, dass er so viel Strom frisst? Er frisst wirklich so viel Strom? Das ist echt unglaublich. Es ist wirklich, wirklich unglaublich. So, und die Zeit machen wir hier. Wobei was können. So, gut, Kohle habe ich wieder 6,8 Tonnen, das passt auch. Algen habe ich auch wieder ein bisschen was. Strom habe ich nach wie vor keinen. Wasser habe ich genug und langsam werden die Keime weniger. Es dauert, aber langsam werden sie weniger. Ich kann sie erst hochschicken, wenn die Keime weg sind. Wenn 60 Grad, immerhin langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher. Und ich meine, es wird auch Zeit langsam. Ich meine, ich habe kein Wasser mehr. Ich könnte noch eine zweite Pumpe da unten reinpacken. Oder hier. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. 72.000 oder 71.000. Man, da kommen ja immer neue Keime rein. Das ist so eine Dauereinrichtung. Man sieht es ja hier. Insufficient Oxygen Generation. Ja, dankeschön. Building Broken Wire. Sehr gut. Sehr gut. Building Lex Resources. Building Broken. Building Broken. Broken, broken, broken. Wo ist Repair? Habe ich Repair hier auch? Nee, ne? Wieso ist es broken? Wieso ist es gebrochen? Ach, der Wire ist broken. Okay, verstehe. Verstehe. Strom weg. Okay, hier auch Strom weg. Ich brauche Wasser! Research completed? Wirklich? Wirklich? Environmental Protection. Reiskanal belastet. Ich weiß. Das heißt, ich weiß es nicht, aber. Mann! Ist doch scheiße, ist doch das. Also pass auf, ich brauche definitiv einen Gasgenerator. Und wahrscheinlich nicht nur einen, sondern gleich drei. Diese drei Generatoren packe ich in einen separaten Kreislauf erstmal. So. Dann haue ich die weg. Danach. So, das ist schon mal Punkt 1 meiner Raffinesse. Ba, 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 ba. Oh, ich finde den Song so geil. Will ich das nicht irgendwie reparieren? Priorisieren? Nee, ne? Kann er nicht sagen, repariert das? Oder muss ich dann neues Kabel legen? Pumpen aus? Warum? Warum? Die brauche ich für Hydrogen. Ja, ich weiß, Circuit Overloaded. Ja. Mach das einfach mal. Repariert doch das bitte einfach mal. Ich meine, langsam wird mir auch der Stress jetzt größer, weil die können ja pumpen. Die pumpen ja nur, pass auf, die pumpen ja nur Wasserstoff. Die pumpen zwar Sauerstoff hier runter, der fließt aber hier wieder zurück in den Kreislauf. Mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger, möchte ich jetzt mal sagen. Hier wird auch noch ein bisschen Sauerstoff verteilt, wenn der Strom passt. Also darüber, das ist okay. Das Erdgas wird ja auch mit der Pumpe hochgepackt. Ich hoffe nur, ich kann die Pumpe hier drin stehen lassen in dem kalten, in der kalten Umgebung. Plastikleiter, wirklich. Ba, 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 ba. Natürlich brauche ich auch Strom, richtig. Ein Teufelskreis, echt ein Teufelskreis. So, okay.
Heavy Watt Wire könnte ich theoretisch bauen, oder? Kostet einer 200. Willst du mich verarschen? Mich verarschen? Wieso soll ich den bauen? Das macht doch gar keinen Sinn. Exosuit Overlay gibt es jetzt auch. Oh, sehr schön. Sehr schön. Und Farming Overlay. Das habe ich noch gar nicht gesehen vorher, oder? Kann das sein? Also neue Duplicants zu nehmen wäre super ätzend. Das werde ich jetzt definitiv nicht machen. Aber das werde ich jetzt definitiv mal auf Prio setzen. Wir brauchen Strom, das hilft alles nichts. Vor allem müssen die dann nicht mehr... könnt ihr vielleicht mal Kohle verteilen? Wäre das eine Idee? Theoretisch dürfte es doch klappen, wenn ich da zwei Kreisläufe mache und dann zwischen den Kreisläufen diesen Power Transformer hinmachen. Das müsste passen. Eine gute Idee. Dann mache ich die Connection hier unten. Hier oder hier. Hier mache ich es hin. Okay, also Ideen hätte ich. Ideen hätte ich, aber ich muss leider etwas eine Zeit warten jetzt aktuell. Zeit, um noch was zu trinken. Zeit, um darüber nachzudenken, was ich Freitag mache. Ich weiß nicht, ob die Alpha 18 schon draußen ist. Bam 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 bam. Wir lassen ja eigentlich das Essen immer im Boden liegen. Ich meine, warum? Warum? Kann man den frittierten Maschen nicht einfach, den frittierten Dreck nicht einfach hier in den Kühlschrank packen? Edible. Fried Mush. Steht das hier irgendwo? Mush Fry. Doch, müsste doch gehen. Alright, Night Player. Bis Freitag. Und jetzt wird es dann echt interessant. Und das funktioniert, ey. Und das funktioniert. Ich meine, jetzt muss ich mich um weiteres Gas kümmern, das irgendwo durchfließt, ey. Das ist verrückt, das Spiel. Das ist einfach verrückt. Das ist ein unfassbares Meisterwerk. Wirklich. Das ist so geil. Ja, genau. Dankeschön. Moment. Input ist weiß. Zack. Okay, das heißt, ich pack das da rein. Schließ den an. Output ist Wasser. War polluted water, oder? Ist das richtig? No gas intake, no gas output. Wie no gas output? Wie gas output? Wie gas output? Was für ein gas output? Wie steht? Polluted water, carbon dioxide. Hä? Wäre eine Sache, ja. Also, ich meine, mir ist klar, dass ich dann da CO2 mich darum kümmern muss, dass CO2 irgendwo darunter fährt. Aber ich bin ein Idiot, ne? Ich hab's schon wieder verkackt. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie oft will ich das eigentlich noch falsch machen? So, okay. Also ich gehe davon aus, dass hier CO2 rauskommt. Und da gehe ich mal stark davon aus. Heißt, das CO2 pumpe ich so hier rüber. Anschließend.
Und anschließend hier runter. Oder? Ja. Ja. Ich weiß. So, insufficient resources. Ja, ist mir klar, weil ihr hier noch den Gaspipe habt. Wieso ist jetzt hier Natural Gas drin? Weil die Airlock natürlich super ist, wenn ich keinen Raum hab. Ich bin ein Idiot, Mann. Ich bin so ein Idiot. Ich brauche natürlich zwei Airlocks. Muss ich mich wieder drum kümmern? Das. Wobei, das ist mir jetzt egal. Das Gas geht auf jeden Fall nach oben. Ich meine, hier ist nur Natural Gas. Hier ist nichts anderes. Hier wird auch niemals irgendwas anders sein. Ich weiß auch nicht, ob ich dahin, da noch hinkomme und dahin. Das ist mir jetzt auch ganz ehrlich egal. Ich will, dass sie jetzt die Pipe bauen. Die Ventilation bauen. Und dass es dann funktioniert. Hier fehlt es noch. Alter Schwede, mach das doch jetzt hin. Bio 9 jetzt, go. Ich meine, für das, dass sie kein Wasser mehr haben, um zu duschen, ist doch alles noch gut. Ja, momentan ist alles noch gut. Ich hoffe, ich kriege den Strom noch rechtzeitig hin. Das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße. Ich hoffe, die drei da oben haben jetzt genügend Strom. Irgendwie vom zweiten Kreislauf auch noch Batterien, aber das kann ich dann wann anders machen. Das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt tatsächlich egal erstmal. Ist jetzt hier von Gas eigentlich? Oxygen, Carbon Dioxid. Bitte nie? Sind hier nicht breathable? Nur Filter selected. Ja, hey, what? Filter soll sein. Oxygen, my buddy. Oxygen Output. So, jetzt aber bitte. Nehmen wir, warum hier kein Sauerstoff mehr ist, ja? Aber so wie es aussieht, brauche ich noch einen dritten Tabenskimmer, ja? Der wiederum Wasser produziert? Moment. Richtig? Ne, der braucht Wasser. Braucht Wasser, aber das ist eine One-Way-Schiene. Also, was reinkommt, kommt auch wieder raus. Wie sieht's hier aus? 51.000 Keime. Oh, 51.000 Keime. Das heißt, ich kann schon mal anfangen, eine Pumpe zu bauen. Macht das Sinn, das Ganze noch in ein zweites Becken zu lagern, das dann wirklich keimfrei ist? Hier kommen jetzt ständig neue Keime dazu. Macht das Sinn? Macht irgendwas Sinn von dem, was ich sage? Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen durchgehend Strom! Gas nervt mich, da habe ich nicht nachgedacht. Das mit dem Gas nervt mich tatsächlich. Das ärgert mich. Oh, habe ich noch genug? Wir können hier weiter hochbauen. Das hat aber alles eigentlich Zeit. Das müssen wir nicht jetzt machen. Aber ich will hier den ganzen Shit haben. So. Mein Chlorin wird hier langsam voll. Beziehungsweise das ganze Chlorin ist eigentlich hier runtergegangen. Das ist eigentlich extrem cool. Weil theoretisch könnte ich dann hier tatsächlich nur irgendwelche Räume bauen. Aber das ist egal. Ich habe jetzt Scheiß auf die Kohle. Hier ist auch noch Kohle. Ohoho. Insufficient Resources. Wirklich, willst du mich verarschen? Dann mach's halt bitte aus einem anderen Material. Wechsel halt einfach. Ist auch überall kaputt. Machen die das nur, wenn die gar keine Arbeit mehr haben? Wahrscheinlich. Vermutlich. So, wie viel braucht der Generator? Wie viel braucht der? Scheiße. Sehe ich wieder nicht. Der verbraucht 60 Gramm pro Sekunde. Ich kann die Kohle generell ausschalten, richtig. Ich könnte sie ausschalten, wenn ich eine Alternative habe. Wenn ich eine Alternative habe. Aber, wie du hier siehst, weil eigentlich kommt hier genügend an. Eigentlich müsste hier genügend ankommen.